Hey Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Es geht weiter. Danke fürs Einschalten bzw. fürs Anklicken dieses Videos und auch für die Leute, die letztes Mal schon geliked und was kommentiert haben. Das ist sehr cool von euch. Ich lese das und ich gehe irgendwann drauf ein, aber ich möchte mich ehrlich gesagt nicht spoilern lassen. Versteht das nicht falsch, wenn jemand schon ein bisschen weiter ist. Trotzdem, danke, dass ihr da mitmacht und Teil dieses ganzen Projekts seid. Finde ich cool von euch. Oh. Alles klar, ich darf da nicht hingehen. Ich muss zu Bellini, ja. Ich habe immer einen Auftrag. Ich bin wichtig. Ich bin der wichtige Android. Es waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Boah. Ihr behandelt die Androiden auch nicht gerade nett, kann das sein? Ich meine, das sind zwar Maschinen, aber... Muss doch nicht sein, oder? Idioten. Alles klar, das GPS zeigt mir hier hin. Das ist sehr gut, dass ich sowas habe. Die Ladestation. Das ist schon ein bisschen... Eigentlich so ein bisschen... Bisschen sehr lustig, finde ich. Aber auch ein bisschen traurig, wenn ich mir die Leute hier so angucke, was für Arschgeigen das sind, oder? Warum macht man solche menschenähnlichen Wesen, solche Maschinen, um sie dann zu behandeln wie Dreck? Das gibt doch immer so ein bisschen wieder, wie man seine Mitmenschen gerne behandelt. Wie Dreck. Da gibt es schon Proteste gegen die KIs, ha? Nee, wie gesagt, das gibt schon so ein bisschen wieder, was für eine Gesellschaft das hier ist. Das sind alles Arschgeigen, die sich einfach nur austoben möchten an Wesen oder an, wie gesagt, menschenähnlichen Maschinen. Aber mal sehen, vielleicht steckt ja mehr dahinter. Vielleicht haben die auch einen Grund dazu. Sie zeigen nur das Dunkle unserer Seelen. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Bin dein größter Fan. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Wenn du meinst. Wahrlich, ich sage es euch. Der Tag wird kommen, an dem wir für unsere Arroganz schaden müssen. Ich will ihm nicht weiter zuhören. Das ist wieder so ein... Ein Prediger. Ein Straßenprediger, mehr oder weniger. Das ist auch Androiden. Aber ja, ich meine, da gibt es ja schon viele Beispiele. Literatur, Tech. Wow, guck mal, der da. Den kennen wir doch. Aus der Literatur oder wenn man generell an Asimovs Roboter denkt, die Androiden. Ich meine. Oh, hier sind wir ja schon. Hol das Paket. Der Geist in der Maschine, also. Auch das hat man schon in Soma oder in ach so vielen Spielen. Hat eine KI mit Gefühlen ein Recht darauf, wie ein Mensch behandelt zu werden? Oder ist es vielleicht sogar ein Mensch? Ist es ein empfindendes Wesen, nur weil es nicht aus Fleisch und Blut ist? Hat es ein Recht auf seine Existenz? Das werden wir rausfinden vielleicht. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Ist ja langweilig. Warum reden die dann überhaupt miteinander, wenn es so geht? Die können sich ja wahrscheinlich über WLAN miteinander verständigen und das ist alles viel einfacher. Aber ich glaube, das sind halt die Verhaltensformen, die sie halt einfach erfüllen müssen. iRobot fällt mir noch ein, genau. Da war es halt nur wegen Will Smith so ein bisschen, naja. Da ist schon wieder dieser Kerl, habt ihr das gesehen? Seiner Kara am Anfang. Was? Hab ich was vergessen? Kann ich mehr rein. Okay. Ah, das ist hinter dem Gebäude.
Ich finde es aber ganz cool. Ich meine, bei Beyond the Souls wusste man am Anfang auch gar nicht, was ist los. Und so ein bisschen... Man wusste natürlich, was ist los, klar, aber... Oh, Vorsicht. Es wurde halt mit der Zeit immer intensiver und... Das finde ich das Geile. Und ich glaube, hier wird es genauso sein. Man gewöhnt sich an die Figuren, auch dass es Androiden sind. Und mag sie vielleicht sogar. Androiden stehlen unsere Jobs. Wir müssen Familien ernähren und diese Androiden... Oh. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ihr seid schon ein bisschen scheiße, ne? Das sieht aus wie John Seed. Bleib mal verliegen. Nee. Muss ja. Gib mir meinen Job zurück! Du glaubst, du kannst mir einfach meinen Job wegnehmen! Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Ganz ehrlich, das könnte jetzt schon realistisch sein, aber... Wie gesagt, für alle Jobs kann man keine Androiden nehmen, das geht ja nicht. Ja, jetzt komme ich zu spät, weil ich den Bus verpasst habe. Dankeschön. Ich hätte mich noch ein bisschen umgucken sollen. Wisst ihr, was mich das erinnert? Also ich meine, damals so hatten die Schwarzen auch ihre eigenen Sitzbänke in Bussen. Die waren auch immer ganz hinten. Ich meine, gut, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber die Ausgrenzung hier ist ganz deutlich. Also ja, es sind halt immer irgendwie die anderen, die schuld sind. Man ist nie selber dran schuld. Nur wie gesagt, in dem Fall jetzt ist es so ein bisschen offensichtlich, dass es sehr viele Androiden gibt. Da könnte schon was dran sein, deswegen. Also ich will jetzt nicht vorschnell sagen, ja, ja, die quatschen nur Zeug, ne? Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Leute aufgrund dieser, ja, dieser Konzerne eben wirklich ihre Jobs verlieren und die sich da schön bereichern mit. Ah, sieh mal. Marcus hat den Bus genommen. Hätte ich den jetzt groß anders machen können? Sieht man jetzt gar nicht. Na gut, es war eigentlich ein, ja. Statistiken, ist mir eigentlich egal. Wird es jetzt eh noch nichts geben um die Zeit? Ja, doch. Oh, es spielen schon einige anscheinend. Weil wie gesagt, ich habe es jetzt schon sehr früh, das Spiel. Ich finde sie jetzt irgendwie ganz niedlich. Kommst du? Lass mich doch mal gucken. Ja gut. Oh, so eine Bruchbude. Wie kann der sich das leisten, sich so einen teuren Android zu kaufen? Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Mhm. Sehr gruselig übrigens, wenn man... Wenn ihr schon Blade Runner gesehen habt, das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen daran.
Also wahrscheinlich KIs erzählen einem auch, was man hören will. Das ist schon ganz schön krass. Ja, schaut euch Blade Runner an. Definitiv, den neuen meine ich. Dem, was du brauchst. Okay, wenn sie das einfach so darf. Einfach Komponenten bestellen. Ja, ja. Kann ich besorgen. Ja, ja. Bring ich dir mal. Oh, weiter. Ah, okay. Also Six Axis ist auch wieder drin. Ort, du weißt, wo. Gut. Das sieht jetzt komisch aus, wenn man sieht, was ich mache. Aber so ist es halt. Nein, ich wasche nur Geschirr in der Badewanne. Ich spiele nicht. Fang den Fisch. Fernseher an. Na, oh, süßes Kind. Nein, Mama, ich mach Haushalt. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Aber gerne, oh, Todd. Mann. Bier formt deinen schönen Körper immer weiter schöner. Wie lustig wäre es, wenn ich ihm die Flasche jetzt einfach in den Hals rammen könnte. Sollte ich gerade eben ablegen, ja. Ah, Eishockey. Hm. So, so. Was glotzt du so? Mach, dass du hier rauskommst. Wow. Mach, dass du hier rauskommst! Ich mach dann weiter. Steht sie ja direkt vom Fernseher. Ich habe jetzt nicht gedacht. So, Staubsauger an. Das könntest du alles selbst machen. Todd. Nur für den Hinterhof? Okay. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Lass das Kind spielen. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Das ist ein Kind, ja? Ja, ich glaube, man merkt schon, das ist echt so ein bisschen übertrieben gerade. Man merkt halt echt, wo der Fehler liegt. Nicht an den Androiden. Sind halt die Menschen offensichtlich, aber... Ja, auch hier ist halt wieder mehr drin wahrscheinlich, als man denkt. Mehr drin und dran. Na? Hast du heute keine Schule? Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Oh, das ist süß. Mir wird es aber genauso gehen als Kind. Ich fände es total gruselig, wenn da so ein Ding auf mich zukommt. Auch wenn es halt menschenähnlich aussieht, aber es sind halt immer noch Maschinen. Jetzt. Also vielleicht ändert sich das ja bald. Bewusstseinsentwicklung und so weiter. So, wo ist denn im Dreckstall jetzt hier? Ich wasche die gerade nochmal. Kann ich die Wäsche jetzt hinlegen? Ach. Hä? Hat sie jetzt die saubere Wäsche okay. Hm. Gummibärchen. War, ich wollte schon sagen, das ist doch Red Ice, Aceton, Lithium. Das sind Drogen. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend.
Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Wow, so ein Dreckschwein. Und dann erst noch... Er zieht noch ein Kind. Tut zumindest so. Das ist bestimmt sowas wie rotes Meth. Wer weiß. Optionale Aufgaben, Todd den Schädel einschlagen. Ach ja. Er raucht auch noch, ja. Cooler Typ. Vorbildmodell. Ich bin keine Vorbildfunktion. Ja. Dachte mal ein nicht ganz so weiser Mann. Was denn hier? Oh. Aha, negative Balance, also er hat minus 1000 Dollar. Oh je 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 je, er hat Schulden ohne Ende wahrscheinlich. Ach Gott, das arme Kind, ich hoffe, hier gibt es sowas wie das Jugendamt. Hey, na? Wollen wir deinen Daddy umbringen? Geht ganz schnell. Ich muss nur sagen, Option A, B oder C. Was willst du machen? Voll die Bruchbude, aber dann so einen hochmodernen Androiden. Der Bus. Will in ferne Länder fahren. Jetzt einfach abhauen. Komm ich auch mal ab. Tschüss, Todd. Hä, hey, ich kann nicht weitergehen. Oh, das ist ja wie so ein Hund mit so einem Elektrohalsband. Das ist echt mies. Andererseits, sie hat ja auch kein Bewusstsein so wirklich. Also ist es ja wohl egal. Ich bin gespannt, was so den Wendepunkt bringt. Na, Todd, Turkey. Und wow, was? Hier sieht es schon ganz gut aus. Nicht vom Kind. Tu einfach deine Arbeit und hör auf mich zu nerven. Du kannst ja nicht so eine Pfeife jetzt... Boah, du bist im Weg, verdammt nochmal! Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Doch, Todd. Mach ich immer wieder. Du Schwein, ey. Ich bin gerade echt ein bisschen böse auf ihn. Ach, Kind, komm. Wir gehen nach oben. Kommst du mit? Bleib nicht hier unten. Wo ist das Kind? Ach da. Ah, dort. Wäschst du auch gerade Geschirr? Stickt da. Wow. Kommst du gar roter Qualm aus? Bah. Sports. Hm. Androiden-Power. Sollten sie verboten werden? Bin ich schon. Im dritten Spiel der Saison durchbrach der Androidenwerfer X67 mit einem Pitch die 190 km/h-Marke. Pfff. Ja, ist klar. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen... Hm. Oh. Die Punkte verbinden. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Ja, ich glaube. Da kann man von ausgehen. Subtube. Förderungssystem. Ah, da freue ich mich drauf. Also die Beförderungssysteme der Zukunft. Ich freue mich immer darauf, was die Leute da für Visionen haben. Armes Kind.
Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Pissnelke. Spitzname von Daddy. Boah, sag mal, du bist ein Schwein. Ach, das Bett. Ach so, das ist überall Pornos oder sowas. Hier, was hat sie gerade gesehen? Da war ein kleines Mädchen drauf. Was hast du da bitte gesehen? Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gier- Sehr spannend. Oh, Cartoons. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Boah, okay, das ist echt viel. Die Arbeitslosenquote damit Alter. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Cyberlife, ja, ja. Chips am Bett. Und Schnaps. Vater des Jahres. Aber sie macht's halt ohne zu murren. Du sollst ja auch murren. Beseitige die Unordnung. Schon wieder dieses Sportmagazin. Nee, will ich nicht. Und wobei, wenn ich es in den Daten habe. Ach, jetzt ist es weg, verdammt. Stimmt ja, es wird ja gespeichert alles. Medikamente nimmt er auch noch. Medication Warning. Enthält Tianeptin. Was? Ich hab's leider nicht lesen können, war zu schnell. Ein Dialog oder eine Auktion freigeschaltet. Okay. Langweilig. Langweilig. Der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Ja, das ist krass übrigens, wenn die Fahrzeuge selber entscheiden, zu fahren oder zu stehen. Geht's nicht weiter? Dann passieren doch hundertprozentig mal Unfälle, weil jede KI oder jedes Programm ist fehleranfällig. Ich meine, jeder von uns hat Apps auf dem Handy oder wenn man ein Handy hat zumindest. Und da waren schon hundertmal irgendwelche Fehler, beziehungsweise musste man schon manchmal neu starten, dass es dann wieder einigermaßen funktionierte oder halt auch nicht. Und, ne? Geht halt nicht. Da würde ich auf keinen Fall drauf vertrauen, wirklich. So. Erstmal das ganze Crack rauslüften. Weg da! Jetzt soll ich mal die Toilette putzen, lass mich raus. Schön. Zum Glück sind meine Geruchsrezeptoren noch nicht ausgereift. Das ist unglaublich, weißt du, ist halt richtig die Dienstmagd. Und das soll uns jetzt halt echt klar gemacht werden. Wir sind nichts anderes als ein Werkzeug. Wir haben keine Berechtigung zur Existenz, beziehungsweise zur Individualität. Oh, ich muss wieder schrubben.
Mama! Ich mach nur sauber. Und wie schnell ich ihn wasche, ist meine Sache. So. Haben wir alles, sehr schön. Oh, im Spiegel betrachten. Das ist ja eigentlich so das erste Zeichen von Selbstwahrnehmung, dass man sich selbst im Spiegel erkennt, aber sie hat wohl sowas noch nicht. Oh, entschuldige. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Das ist okay. Es dauert nur 2 Minuten, ist das okay, Alice? Offensichtlich. Ich kann es verstehen, dass sie nicht viel redet, das arme Kind. Alice im Wunderland. Natürlich. Ja, sie wird auch gern ihrer Welt entfliehen, wette ich mit euch. Na gut, Leute, das war's für den Part. Ich mache heute noch ein paar. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. War schön, dass ihr dabei wart. Ich danke euch auch fürs Bewerten des Videos. Falls ihr Anmerkungen habt, in die Kommentare damit. Wie hättet ihr zum Beispiel entschieden in manchen Situationen? Wollt ihr dem Kerl auch gerne eine Flasche in den Hals rammen? Dann schreibt mir das bitte. Danke und bis dann mit Detroit Become Human.